Willkommen zu einer Art Kurzeinführung in Jails on FreeBSD. Für meine persönliche Übersicht einmal, wer von euch hat schon mal mit FreeBSD gearbeitet? Das ist fast nicht ganz so homöopathisch, wie man sich das vorstellen würde. Wer von euch hat schon allgemein mit Containern gearbeitet, also mit LXC und anderen Varianten? Das ist typischerweise immer etwas mehr. Das heißt, ich möchte heute einfach mal vorstellen, wie das Ganze unter FreeBSD so typischerweise abläuft. Wir werden anfangen, dort, wo alles anfängt, nämlich bei den ganzen Basics. Und ich habe das Gefühl, am Anfang sollte man immer ein bisschen was zur Geschichte sagen. Die ist nämlich bei Jails lang. Wir werden es unglaublich knapp abhandeln. Jails selbst sind Container, wenn man so möchte, im modernen Jargon und fühlen sich im Allgemeinen relativ ähnlich zur LXC an, obwohl sie LXC um einiges zuvor gekommen sind, nämlich die fertige Entwicklung war irgendwann 1999. Der erste FreeBSD-Release, der Jails wirklich dabei hatte, war FreeBSD 4.0. Zumindest findet man davor keine Manpages dazu. Soweit habe ich die Spurensuche hier zumindest betrieben. Initial sieht man schon anhand dieses kurzen Ausschnitts aus der Manpage, dass das relativ simpel am Anfang war. Ein Jail war am Anfang einfach nur ein Pfad. Dort hat sich typischerweise alles abgespielt, was man ausführen wollte. Der Hostname und eine IP, weil eine IP reicht für alle Zwecke. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Das heißt, die folgenden Releases haben das immer weiter und weiter natürlich ausgebaut, so wie halt die Anforderungen einfach waren. Was natürlich, wenn man ein System so lange verändert, auch dazu führt, dass es relativ kompliziert werden kann, manchmal ein bisschen messy aussieht. Irgendwann hat man sich dann vor zwei Releases mittlerweile gedacht, es ist Zeit, einmal ein bisschen zu putzen, und hat das dann auch gemacht. Das war insbesondere deshalb nötig, weil sich mittlerweile irgendwie eingebürgert hat, dass die meisten Leute Jails nicht mehr direkt verwendet haben, sondern nur noch über draufgesetzte Tools wie Easy Jails oder IOCage oder andere Varianten. Und typischerweise, wenn es mehr Tools gibt als Leute, die sich überhaupt noch mit dem Base-System auskennen, ist es Zeit, das Ganze etwas zu überdenken, was man auch gemacht hat. Wie die meisten Dinge, die man so in dem ganzen Bereich findet, gibt es über Jails nicht nur Gutes zu berichten, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Das heißt, es gibt ganz gute Dinge, eher nicht so gute Dinge und dann Dinge, die man am besten gar nicht sehen möchte. Die guten Sachen bei Jails sind definitiv, dass sie Teil des Base-Systems sind. Wenn man nicht so wirklich in der BSD-Welt drin ist, ist das immer ein komischer Begriff, Base-System. Bei BSDs ist es sehr häufig so, dass sich das System in zwei relativ deutlich unterschiedliche Komponenten trennt. Einmal das Base-System, das ist das, was die FreeBSD-Leute euch geben. Und einmal alle Third-Party-Packages, die beim Package-Manager installiert werden. Insbesondere wird das Base-System meistens nicht von einem Paketmanager verwaltet oder wenn, dann über einen eigenen, der das Ganze patcht. Und die erweiterten Packages haben dann ein Package oder Ports, das dahinter läuft. Nachdem das Ganze im Base-System ist und schon seit einiger Zeit sich dort aufhält, ist es relativ gut in das ganze System integriert. Wir haben viele Werkzeuge, die Jails von Natur aus unterstützen. Und es ist so ungefähr gut getestet. Also auch die Bugs sind wohl bekannt oder zumindest gut getestet. Oder man findet auf Mailinglisten die Antwort, ja, da habe ich schon seit 6 Jahren einen Fix, vielleicht sollte ich den auch einmal committen. Das Ganze, nachdem das Ganze so viel Entwicklung hinter sich hat, das zieht leider nicht spurlos an dem ganzen System vorbei. Auch bei Jails ist das der Fall. Das heißt, viele Dinge, die man findet, denkt man sich, okay, das hat mir niemand so erzählt und das hätte ich auch niemals so erwartet. Bei manchen Dingen denkt man sich, okay, das hätte nie so sein sollen und das sollte nicht mehr so sein. Das einzig Gute in diesen Fällen ist, dass selbst die Bugs meistens relativ gut umschifft werden können, weil man sicherlich nicht der Erste ist, der die ganzen Dinge findet. Nur ganz kurz, um das mal zu demonstrieren, wie nett das integriert ist in das Ganze, habe ich eine kurze Auflistung von Befehlen, die alle unter FreeBSD Jails unterstützen. Das erste ist der Package Manager von FreeBSD, das ist PKG. Da kann man einfach sagen, PKG installiere mir dieses Programm in dieses Jail hinein, was super nett ist, weil da muss man nicht extra hineingehen, das dort drinnen machen, sondern man kann direkt von draußen sagen, was man hinein installiert haben möchte. Auch das PS-Utility, das Processes ausgibt, kann direkt einfach sagen, ich möchte gerne alle Processes wissen, die in diesem Jail sind. HTOP, die nettere Variante von TOP, hat eine eigene Jail-ID-Column und wenn man nicht so sehr auf die Spalten steht, kann es auch den Namen angeben. ZFS, was man unter FreeBSD gerne verwendet und verwenden sollte, hat ein eigenes Jail-Command, damit man ganze Datasets zum Beispiel in ein Jail
abgeben kann. Das heißt, es ist wirklich etwas, das im ganzen Basissystem und am Beispiel von Hardtop auch in Third-Party-Packages breiten Support hat in den ganzen Tools. Aber vielleicht fangen wir mit irgendwas mal an, das ein bisschen mehr Substanz bietet als das hier, nämlich fangen wir damit an, wie man Jails eigentlich aufsetzt. Aufsetzen ist so einfach, wie es hoffentlich sein sollte. Man nimmt das, was man laufen lassen möchte in einen Jail und alles, was es braucht, typischerweise eine Binary und alle möglichen Libraries und Configurations, die es braucht, stopft das Ganze in einen Ordner, sagt dem Jail-Utility, was man gerade angestellt hat und lässt das Ganze laufen. Und damit könnte der Talk eigentlich auch schon aufhören, weil im Endeffekt, was sie damit macht, ist jetzt ganz euch überlassen. Was ich mir gedacht habe, ist, wir schauen uns zumindest mal so die typischen Use Cases an und vielleicht auch ein paar der untypischeren Dinge, die man daraus bauen kann. Das Klassische, was die meisten vielleicht kennen werden, sind einfach so Full-System-Jails. Das sind wirklich Jails, die ein ganzes System beinhalten. Das ist irgendwie so der klassische Fall, den man auch von LXC kennt. Das heißt, das ist einfach nur ein Ort auf der Festplatte, entweder einfach nur ein primitiver Order oder ein fancy ZFS-Dataset, in dem man einen Release entpackt hat, also installiert hat und eventuell, falls man sich fancy fühlt, noch ein paar Konfigurationen angepasst hat, bevor man das Ganze macht. Und das ist so einfach, dass ich das hoffentlich mit euch machen kann, hoffentlich, weil das darauf ankommt, wie stabil unsere Internetverbindung hier sein wird. Add-on. Ihr seht was? Ja, so marginal. Ich create jetzt einfach mal ein Dataset und wechsle dort hinein. Das ist erstaunlich leer und das ist natürlich nichts, was wir ausführen wollen. Das heißt, ich habe hier schon wunderbar vorbereitet, das seht ihr hoffentlich hier oben, einen netten Base-Release heruntergeladen. Das ist einfach ein TAR-Archive, der wirklich das komplette Base-System von FreeBSD enthält. Das könnt ihr einfach von den offiziellen Release-Mirrors euch runterladen. Und das werde ich jetzt hoffentlich einfach entpacken, solange mir das gelingt. Jetzt läuft noch eine klassische Festplatte, das heißt, wir warten ein paar Sekunden und können einen Schluck Wasser nehmen. Oder natürlich Kaffee, wenn wir richtiger Systemadministrator sind, aber heute fühlen wir uns etwas zurückhaltend. Und es ist fertig. Ab jetzt sollten wir ein ganz normales FreeBSD-System finden mit Bin, Boot, etc. und was alles noch so dazugehört. Das ist quasi das, was wir laufen lassen wollen. Wir wollen ein volles System laufen lassen. Jetzt muss ich nur noch den Jail-Utility sagen, dass das gefälligst auch ausgeführt werden soll und wo ich das Ganze abgelegt habe. Das Ganze spielt sich in der etc-jail-conf ab. Und ich habe hier, so wie in jeder guten Show, schon ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht hier eine ganz, ganz klassische und einfache Konfiguration. Und ich hoffe, dass ich hier ein bisschen was markieren kann, wenn mich mein Vim nicht umbringt. Ihr seht hier den Namen vom Jail, den ich ihm gegeben habe. Das ist unser BSD-Test 01. Und dann habt ihr hier ein paar Konfigurationsoptionen, bis hier unten die geschwungene Klammer wieder zugeht. Die Konfigurationsoptionen sind moderat selbsterklärend. Was soll ausgeführt werden, wenn das Jail startet? Was soll ausgeführt werden, wenn das Jail stoppt? Das ist Clean Execution, das bedeutet, wenn ich etwas in den Jail ausführe, dann sollte ich nicht das Environment vom Host in das Jail mitnehmen. Das ist ähnlich wie der Unterschied von Su zu Su mit einem kleinen Strich dahinter, dass das Environment von User nicht in den Root mitgenommen wird. Es ist hier, dass das Environment vom Host nicht in den Container mitkommt, was immer eine vernünftige Idee ist. Dann, nachdem wir ein System laufen lassen, werden wir wahrscheinlich ein DevFS brauchen, das uns zumindest ein paar primitive Devices gibt. Und den Rest, den wir angeben müssen, ist einfach, wo haben wir das Ganze eigentlich hingeschmissen und vielleicht einen Host nehmen, wenn wir freundlich sind. Sobald wir das konfiguriert haben, kann ich einfach sagen, dass ich das Jail erzeugen möchte. Das Ganze mache ich mit dem Jail-C4Create-Command und ich sage einfach, ich würde jetzt gerne das BSD-Test01-Jail erzeugen. Und wenn mich nichts umbringt bei der Demo, wunderschön. Dann ist das Jail jetzt gestartet, das heißt, wir sehen hier den kurzen Init-Prozess, den ERC durchläuft und wenn ich jetzt JLS eingebe, dann habe ich hoffentlich das Glück, dass ich hier direkt sehe, hier läuft ein Jail, ihr seht das hier unten, die Jail-ID ist die Nummer 6, ich habe heute schon ein paar zum Test gestartet, ihr habt hier den Hostname, ihr habt hier den Pfad, wo wir das Ganze abgelegt haben und wir können von draußen in das Jail hineingehen, indem wir einfach Jail-Execute sagen und den Namen vom Jail angeben. Jail Execute führt bei Default eine Shell aus, typischerweise hier die Root Shell, und wir landen als Root in unserem neuen Jail. Und das ist jetzt das System, das wir da drin gerade installiert haben. Das heißt, ihr seht schon, das Ganze ist nicht unbedingt das komplizierteste System auf der Welt und das sollte es auch nicht sein. Das Beispiel haben wir gerade gesehen. Das hier wäre unsere Jail-Conf.
Ihr habt jetzt auch schon gesehen, wie man ein Jail startet, nämlich mit Jail-C und dann den Namen und dass man mit JLS, wie LS typischerweise macht, die ganzen Jails ausgeben kann, also eine List der Jails bekommt. In ein Jail hineingehen ist as easy as it gets. Ihr führt einfach jail-execute aus mit dem Command, das ausgeführt werden soll, oder per Default einfach eine Shell. Jails kann man natürlich auch wieder stoppen, auch daran haben die Leute gedacht, das heißt, wenn es ein Create gibt, dann gibt es auch ein Remove, das heißt, mit jail-r können wir ein Jail wieder stoppen und falls ihr mehr Informationen zu einem Jail braucht, könnt ihr das Ganze mit jls-v für ein Verbose Output machen. Ich kann euch das mal zeigen, wie das aussieht, wenn man mehr als nur hoffentlich ein Jail hat. Schauen wir ganz kurz rüber. Das sieht ganz okay aus. Ich nehme an, dass das hier ist. Yes. Wenn wir nämlich hier JLS machen, dann seht ihr, dass hier wesentlich mehr läuft als nur ein kleines Test-Jail, sondern ein Haufen Jails, in dem Fall ungefähr, glaube ich, an die 30, die verschiedenste Dienste anbieten, wie Mail-Server, Webmail, andere Services, die wir so haben. Und mit JLS-V würdet ihr eine etwas genauere Auflistung von dem bekommen, mit den ganzen IP-Adressen, die dazugehören, die zu den Jails assigned sind. Nope. Wechseln wir wieder zurück, genau. Ja, schauen wir uns vielleicht mal die Syntax hier in etwas mehr Detail an, was wir damit wirklich anstellen können und dann kommen wir zu den interessanten Dingen, die man mit Jails realisieren kann. Die Konfiguration ist, wie ihr das vermutlich schon bemerkt habt, ziemlich einfach. Die Syntax ist einfach nur, ihr habt einen Jail, das durch einen Jail-Namen definiert ist, dann gibt es Curly Brackets, warum auch immer, weil man sich noch ein bisschen an C angelehnt hat, hat Parameter gleich Value und mit einem schönen Semikolon terminiert, weil so macht man das halt. Und so geht das die Konfiguration einfach durch. Etwas mehr Details dazu, wenn das abgeschnitten ist, ist es nicht so schlimm. Kommentare könnt ihr wie typisch mit einer Raute einleiten oder C bzw. eigentlich C++-Style mit zwei Forward Slashes oder Slash Sternchen, Sternchen Slash für Multiline Comments. Die ganzen Optionen, und das ist die nutzloseste Zeile in der ganzen Präsentation hoffentlich, sind in der Jail Manpage natürlich dokumentiert, was er natürlich jetzt gerade nicht sagt, was man alles konfigurieren kann, aber ich komme noch zu ein paar wichtigen Dingen. Alles, was ihr nicht in einen Jail-Block hineinpackt, zählt global ab der Stelle, wo es definiert ist. Und wir werden gleich sehen, was uns das erlaubt an Vereinfachung. Und ihr habt Variablen. Variablen könnt ihr entweder ad hoc definieren, mit $Variable ist gleich was auch immer, und ihr könnt sie an Stellen substituieren. Auch die ganzen Dinge, die in einem Jail konfiguriert werden, können als Variable referenziert werden. Zum Beispiel der Name vom Jail kann mit $Name wieder referenziert werden in der Konfiguration. Okay? Es gibt nicht nur Zuweisungen in den Jails, viele Variablen haben sinnvollerweise ganze Liste an Werten, die auftauchen können, zum Beispiel IP-Adressen oder Filesysteme, die ihr hineinmounten lasst. Das heißt, ihr würdet eine festlegen und dann immer mit plus ist gleich mehrere Werte hinzufügen. Wenn man sich das jetzt ein wenig überlegt und sich ansieht, was wir angestellt haben in unserem Terminal, außer dass ich gerade in den falschen Folien herumgucke, genau hier hoffentlich, und ich gehe kurz in einen anderen Terminal, dann können wir die Jailconf schon relativ sinnvoll umformulieren, weil die obersten Zeilen hängen überhaupt nicht von den Jail ab. Das würde ich in jedem Full-System-Jail machen. Das heißt, die kann ich hoffentlich einfach irgendwo hier oben einfügen. Zum Beispiel so. Die sind jetzt global. Und hier kann ich eigentlich auch ein bisschen was einfacher machen, weil was hier steht, ist schlicht und ergreifend der Name des Jails. Und was hier unten steht, ist auch schlicht und ergreifend der Name des Jails. Und dann könnte ich sogar diese beiden Optionen rausbewegen. Und jetzt, das machen wir gleich mal rückgängig. Und jetzt sieht man auch, was tatsächlich von der Jail-Konfiguration übrig bleibt, nämlich erstaunlich wenig. Und das ist der Punkt, wenn man die Dinge richtig macht und ein bisschen nachdenkt, sollte ein Jail-Konfigurieren eigentlich keine Arbeit mehr sein. Gibt es auch ein Include Statement, dass man gemeinsam mal Snippets so irgendwie importieren kann? Nein, andere Files inkludieren ist bei der Jail-Konfiguration im Moment nicht möglich. Hätte ich noch nicht auch gebraucht, aber ja, ist im Moment nicht drinnen auf jeden Fall. Das Beispiel habt ihr gerade gesehen. Weitere Optionen, die man häufig antrifft, sind zum Beispiel Secure Level. Das FreeBSD-System erlaubt es euch, Secure Levels hochzusetzen. Je höher das Secure Level, umso weniger darf am System in der Regel passieren.
das betrifft Mounts, das betrifft Zeitveränderungen oder Zeitsprünge und andere Sachen. Typischerweise würdet ihr in einem Jail das Secure-Level immer aufs Höchste hochdrehen, außer ihr habt triftige Gründe, das nicht zu machen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ihr in einem Jail gewisse Dinge erlauben wollt, die per Default verboten sind, wie zum Beispiel Filesysteme mounten, SysV-IPC-Namespaces erzeugen und darauf zugreifen oder Raw Sockets, was auch verboten ist in einem Jail, erzeugen, dann müsst ihr gegebenenfalls dann auch das Secure Level senken. Aber der Vorteil ist, wenn ihr das hier hochsetzt, dann müsst ihr immer nachdenken, was ihr gerade macht, und das ist nie etwas Schlechtes, noch als extra Fallback zu haben. Die vielleicht wichtigsten Optionen, die man so typischerweise antrifft, sind dann die Listen an IPv4 und IPv6 Adressen. Da kommen wir später noch genau zu sprechen, wie man das setzt. Lustiges Detail am Rande, ihr könnt das Ganze nicht nur in der Konfiguration festlegen, sondern ihr könnt das auch jederzeit im Laufen ändern. Ihr könnt jederzeit Optionen von einem Jail modifieren und zum Beispiel das Secure Level rauf oder runtersetzen, Mounten erlauben oder verbieten, je nachdem, was ihr gerade tun müsst, ohne ein Jail neu zu starten. Das ist immer eine sehr nette Sache. Wird das dann direkt in die Config geschrieben? Oder? Nein, wird nicht in die Config geschrieben, ist wirklich nur Runtime-Information. Ja. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man vielleicht mal zu Jails und vor allem Full-System-Jails sagen kann. Aber wenn man sich das hier ganz kurz ansieht und ich hier irgendwas finde, gehen wir da mal kurz raus. Mal schauen, wie ich das hier habe. Ja. Wenn man sich ansieht, wie groß das Ganze wird, dann sieht man, dass das, was ich hier gerade erzeugt habe, den Test 01, satte 250 MB hat, was jetzt nicht das größte System ist, was man beileibe installieren kann. Aber trotzdem, wenn man so einen Haufen Jails hat, ist das natürlich dick. Bei LXC bleibt einem da meistens relativ wenig über, als das zu akzeptieren, dass man einfach halt immer wieder ein volles System in der Regel braucht. Bei FreeBSD geht das zum Glück netter, und das ist vielleicht der erste Selling Point, den ich euch hier liefern kann, nämlich sogenannte Thin Jails. Die Idee hinter Thin Jails ist, dass man diesen Split, den ich eingangs erwähnt habe, zwischen dem Base-System und den Packages ausnutzen kann, um das Base-System aus dem Jail zu ziehen. Eigentlich sollte ein Jail das Base-System nie anfassen müssen. Das heißt, ich kann das Base-System genauso gut extern liegen haben und nur Read-Only in jedes Jail hineinlegen. Und das ist genau die Idee, die einen zu Thin Jails führt. Das heißt, was man macht, schauen wir nach, wie viel Zeit wir dann haben. Das geht schon aus. Vielleicht gehe ich das mal ganz kurz, zumindest an einem Beispiel hier mit euch durch. Was ihr tun könnt, ist, ihr könnt euch ein sogenanntes Base-Image erzeugen und ein Template. Und mal schauen, wie wir das machen können. Base-Jail, sagen wir mal Test. Und wir erzeugen uns noch ein Template dazu. So. Und hier würde ich dort anfangen, wo natürlich alles anfängt, nämlich immer mit einem Release. Den entpacke ich wieder kurz, damit ich einen Schluck Wasser nehmen kann. Funktionieren eigentlich Hardlinks über Jail-Grenzen hinweg? Solange sie im selben Filesystem sind, ja. Kein Problem. So, hier habe ich jetzt das System entpackt. Das ist das Base-Jail, das ich erzeugen möchte. Das heißt, hier müsste ich jetzt alle Dinge wegbewegen, die nicht statisch sind. Und die Dinge, die nicht statisch sind, müsste ich in das Template verschieben. Das heißt, was man typischerweise macht, ist, man legt mal im Template das User Directory an. Und jetzt verschieben wir einfach alles, was man verändern können soll, in das andere Template. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich das auswendig kann. Vermutlich nicht. Das heißt, ich kopiere mir das jetzt einfach fies von meinen Folien runter. Just a second. Ja gut, das hätte ich mir noch denken können. Das erste, was wir mal kopieren, sind die User-Local und User-Object-Sachen. User-Local ist das, wo alle Packages drin landen. Das ist das, was das Jail sicher verändern wird. Und dann werden wir sicherlich noch ein paar Konfigurationen wie etc und so weiter rüber kopieren müssen. Machen wir das auch noch. Und kopieren es einfach hierher. Das werden wir kurzfristig ignorieren. Und die Profiles und das Copyright ist auch einfach mal statisch. Weil warum nicht?
Was uns übrig bleibt an dieser Stelle, ich clear das mal kurz, damit wir es ein bisschen besser sehen, ist eine Liste an den Directories, die sicherlich kein Jails verändern. Das ist nicht richtig. War muss es natürlich auch verändern. Vielen Dank. Serve Jails, Base Jail. Ah, Template. Sorry. Ach, deshalb ist das war noch da. Egal. Das sind quasi alle Dinge, die das Jail nicht verändern können sollte. Auf der anderen Seite muss ich jetzt ins Template gehen. Template Test. Und hier natürlich müsste ich jetzt den Ort schaffen, wo das Base Jail hineingelinkt wird. Das heißt, hier würde ich jetzt sagen, ich mache mir den Base Jail Ort. Und werde jetzt von hier aus alle Dinge, die ich haben möchte, in das Base Jail hinein verlinken. Das heißt, hier würde ich sagen, das ganze Bin, Boot und so weiter, das ich gerade verschoben habe, kopiere ich mir da hoffentlich wieder hinein. Vermutlich reicht es, wenn ich sage slash Base Jail $n. Gibt es unter FreeBSD eigentlich so was Ähnliches wie ein UnionFS? UnionFS wüsste ich gerade nicht. Das wäre praktisch. Das ist gerade das Problem, dass die letzte Implementierung, die sie hatten, gerade ein bisschen buggy ist und deswegen replicated ist. Okay. Also ich glaube, da haben, wobei die unter Linux sind, ist das ja auch so eine Geschichte. Ja, wohl wahr. Ja. Und die ein paar von den User Directories muss ich auch noch rüberlinken. Das mache ich jetzt hier mal ganz kurz. So, und auch das linken wir hoffentlich noch. Base Jail. User. Ziemlich sicher. Ja, User N. Nach hier. Und damit soll es fertig sein, das heißt, alle Directories, die später in dem Base-Jail provided werden, durch einen Read-Only-Mount, habe ich jetzt mit Symlinks ersetzt. Das Read-Only-System wird in das Base-Jail-Directory hineingemountet, ab dann quasi kann ich Bin und Co. wieder zugreifen und das Ganze wäre fertig. Das Ganze wäre jetzt insofern fertig, als dass ich hoffentlich jetzt ein Jail damit erzeugen kann. Ich führe das mal ganz kurz vor. Wir könnten jetzt hier BSD-Test 02 hoffentlich erzeugen. Hier würden wir jetzt nur noch das Template kopieren. Das heißt, hier würde ich sagen, serve jails template, unser Test-Template. BSD-Test 02 war das. Genau so ist es. Und jetzt natürlich muss ich den Jail-Befehl sagen, wenn es dieses Jail startet, ich muss es anlegen, mounte mein Base-System dort hinein. Das heißt, ich gehe kurz in die jail.conf. Die ich vorher hätte speichern können, wenn ich clever gewesen wäre, war ich nicht, passiert. Ich kopiere einfach das ganze Ding. Lege hier das 02 an. Auch hier 02. Und dann könnte ich hier sagen Mount. Und jetzt müsste ich die Mount-Line hier hoffentlich angeben. Machen wir das vielleicht einfach manuell. Wir machen das noch serve jails base jail, ich glaube test, nach serve jails bsd test 02 base jail und das Ganze mounten mit einem sogenannten nullfs read only und ich glaube 00 würde uns hoffentlich reichen, weil wir keine Checks brauchen werden. Schauen wir mal, ob ich das halbwegs richtig gemacht habe, indem wir unser BSD-Test 02 starten. BSD-Test 02, was habe ich angestellt? Niemand weiß es. Ach, slash am Ende oder nicht slash am Ende. Der BSD-Copy- und Move-Befehl ist sehr empfindlich, was ein slash am Ende des ersten Arguments betrifft. Das haben wir gerade hier wieder gesehen. Ich habe nämlich hier einen Slash zu viel. Zu wenig. So. Das sieht schon viel besser aus.
Jetzt haben wir ein Jail gestartet, das ist unser BSD Jail 02, wir können da wieder hinein. BSD Test 02. Jailexec, danke. Auch das sieht relativ normal aus. Nur sind natürlich hier jetzt die ganzen Directories nur symlinked auf den Read-Only-Part in dem Jail drinnen. Und wenn ich mir das jetzt ansehe genauer, erst einmal könnte ich mir mit Mount ansehen, was hier passiert ist, dann würde ich sehen, dass der Eintrag hier unten mir sagt, dass das Base-Jail dort hineingemountet wurde, als NullFS und Read-Only. Und auf der anderen Seite könnte ich sehen, dass mein Jail hoffentlich sehr, sehr klein geworden ist, nämlich mein BSD-Test 02 hat heiße 4,4 MB. So ist es nicht sehr schwer, einen Haufen Jails in sehr kurzer Zeit zu erzeugen, vor allem, weil ich natürlich jetzt mehr machen kann auch noch. Ich wechsle mal ganz kurz auf die Folien zurück. Genau, nämlich ich kann beginnen, das Jail anzupassen. Ich kann dieses Template, das ich gerade erzeugt habe, extra anpassen. Ich könnte zum Beispiel die resolve.conf schreiben, die make.conf. Ich könnte die SSHD-Config, die authorized keys, die sich in den Jail einloggen sollen, direkt im Template anlegen, sodass jedes Jail, das ich von diesem Template aus erzeuge, sofort die richtige Konfiguration hat, sofort die richtigen Keys hat, sofort die richtigen Packages hat. Zum Beispiel, was auch immer wir für Ansible oder Salt oder welches Package, also welches Management-Tool auch immer brauchen, vorinstalliert ist auf allen Jails, die wir erzeugen. Und das ist eine nette Sache zu haben. Gleichzeitig haben wir Vorteile bei Upgrades, weil wir müssen nur das Base-Jail upgraden. Ein einziges FreeBSD-Update auf das Base-Jail updatet die Base-Jails in allen Jails, die darauf dependen. Das heißt, ein einziger Befehl updatet hunderte an Jails, wenn es darauf ankommt. Wenn ihr verschiedenste Versionen habt von FreeBSD, dann ist das auch kein Problem. Ihr könnt bei mehrere Base-Jails haben, eins für jede FreeBSD-Version, die ihr supporten wollt. Ihr könnt das auch updaten, dann müsst ihr einfach nur vor dem FreeBSD-Update-Befehl den Release angeben, den ihr gerade updaten wollt. Das heißt, das Ganze funktioniert super, wenn ihr auch noch Legacy-Container herumliegen habt oder diese langsam upgraden wollt. Wenn ihr wirklich einen Major-Sprung zwischen solchen Jails machen wollt, macht es euch das nämlich auch viel leichter. Major-Upgrades könnt ihr nämlich einfach ein neues Base-Jail mit der neuen FreeBSD-Version erzeugen, könnt das alte Jail mit dem neuen Base-Jail starten, Merge Master ausführen, um die Konfigurationen abzudaten und ein PKG Static Upgrade hinterherhauen, um die installierten Pakete abzudaten. Und normalerweise dauert das wenige Minuten und ihr könnt das Jail für Jail durchgehen. Ja. Eine kurze Frage. Ja? Wie verhinderst du Regressionen bei solchen Updates, wo ein Base Jail geupdatet wird, was in hunderten von anderen Jails verwendet wird? Normalerweise macht man deshalb nur Minor Upgrades. Und du kannst es snapshotten. Also wenn du ein ZFS-Dataset hat, kannst du das Base-Jail einfach mal snapshotten. Und wenn du danach feststellst, dass es irgendwelche Regressions gibt, machst du ein Rollback vom Snapshot. Easy as it gets. Und präventiv gibt es da nichts? Nein, präventiv hast du hier nichts in der Richtung. Nachdem Jails alleine vermutlich nicht so spannend ist, genauso wie ein Rechner, der nicht irgendwo drinnen hängt, auch nicht so spannend ist, sollten wir uns ganz kurz noch Jails und Networking vielleicht ansehen. Auch das ist nämlich etwas, wo Jails ein bisschen abweichen vom Standard, den man sich vielleicht so vorstellt. Es ist am Anfang relativ einfach, wenn man eine Adresse einen Jail zuweisen möchte, kann man das jederzeit machen. Allerdings wird die IP-Adresse nicht auf einem Interface im Jail erzeugt, sondern sie wird am Host erzeugt und nur in das Jail hineingepatcht auf eine etwas eigentümliche Art. Und auf den ersten Blick sieht alles halbwegs in Ordnung aus. Das halbwegs ist der wichtige Punkt. Das leichteste Beispiel sieht dann so aus, dass ich einfach zum Beispiel im BSD-Test-Jail sagen könnte, ich würde gerne diese IP-Adresse auf diesem Interface konfigurieren. Hier habe ich gesagt, auf den EM0-Interface würde ich gerne die 10.10.01/32 konfigurieren. Und wenn das Jail gestartet wird, würde diese IP-Adresse auf dem Interface angelegt werden und in das Jail hineingepatcht werden. Realistischerweise hat man natürlich mehr als nur eine IP. Realistischerweise hat man eine ganze Liste von solchen IPs. Kurze Demo hier vielleicht. Wenn wir uns das hier ansehen, dann seht ihr, dass wir das Ganze schon nach einem Schema erstellen. Nicht jedes Jail bekommt mit der Jail-ID eine eigene IP hier zugewiesen. Ihr habt hier wesentlich mehr als nur das. Wenn wir uns das von draußen kurz ansehen,
hier seht ihr das R0-Interface, das ist das Hauptinterface, das externe Interface von diesem System. Das hat natürlich eine metrische Tonne an IPs, weil es eine metrische Tonne an Jails hat. Das heißt, ihr habt hier ein paar globale Adressen, die wir vergeben haben und dann einen Haufen lokale Adressen für die ganzen Jails, die darauf laufen und das Ganze noch einmal für IPv6. Und beim Loopback-Interface, den Low-One, merkt ihr das auch. Es hat Loopback-Adressen pro Jail. Warum das so ist, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Und dasselbe für IPv6 nach unten. Während, wenn ich in einem Jail selber bin und das ausführe, ich nur die IP-Adressen sehe, die tatsächlich zu diesem Jail gehören. Das heißt, ihr seht, dieses Jail hat nur eine IPv4, nur eine IPv6 und auch nur eine von diesen Loopback-Paaren für sich. Kurz. Ja, das Tolle oder das Nette aus einer Security-Perspektive ist, dass ein Jail keine Modifikationsrechte an diesen Adressen hat. Es kann das Routing nicht ändern, es kann keine Adressen hinzufügen, es kann nichts entfernen. Praktisch, es hat keine Zugriffsrechte auf den ganzen Network Space. Die Nachteile, die dadurch entstehen, ist, dass das Netzwerken in solchen Jails dadurch manchmal komisch wird. Das größte Problem ist das, was das ganze Loopback-Adressieren betrifft, weil es auf einem System nur ein 127.0.0.1 geben kann. Ist das irgendwie ein Problem, weil das kann ich nicht einfach in mehrere Jails reinstecken. Das heißt, das hat sich eingebürgert oder die Technik, die in die Jails damit umgehen, ist, dass die erste IPv4-Adresse oder die erste IPv6-Adresse, die ein Jail zuweist, immer ein Alias für die Loopback-Adresse ist. Das ist natürlich besonders großartig, wenn die erste IP-Adresse, die ihr zuweist, global ist, weil dann ist euch eure Loopback-Adresse global. Und das ist super, wenn Dienste dort Control Ports anlegen, die vermutlich ungesichert sind, weil die dann per Default im Netz hängen. Das heißt, ihr könnt jetzt entweder anfangen zu firewallen, was eh auch immer vermutlich keine so schlechte Idee ist, oder ihr arbeitet dort geschickt drumherum, geschickt immer nur bis zu einem gewissen Grad. Die Konvention, die sich eingebürgert hat, ist, dass man ein eigenes Loopback-Interface erzeugt. Ein sogenanntes Low-One, das heißt, man klont das Loopback-Interface, erzeugt für jedes Jail dort eine eigene IP-Adresse. In dem Setting von vorher, das ich euch gezeigt habe, gibt es das Loopback 1 und immer so 127.0.0.1 und dann die Jail-ID. Jedes Jail bekommt als erste IP-Adresse dann diese Loopback-Adresse zugewiesen. Jetzt muss man nur noch aufpassen, dass Jails nicht untereinander über die Loopback-Adressen miteinander reden, weil das können sie per Default. Das heißt, ihr dürft jetzt noch brav firewallen zwischen diesen Adressen, was zu wunderschönen, langen Konfigurationen führt. Hier ist eine kurze Konfiguration für das Loopback-Interface, hier ist das Assignment und dann habt ihr für jedes Jail, das ihr habt, eine kleine Zeile in eurer Firewall eingelegt. Skaliert wundervoll, ist nicht die schönste Lösung. Die einzige Sache, die man sich jetzt hier im Hinterkopf behalten muss, ist, dass es mittlerweile nicht nur IPv4 gibt, zumindest gerüchteweise, sondern auch IPv6. Da ist die Situation ein bisschen blöder, weil bei IPv6 gibt es genau eine Loopback-Adresse, nämlich ...:.:1. Das heißt, unser Taschenspielertrick, den wir gerade angewendet haben, würde hier nicht funktionieren. Es gibt auch keine sogenannten Sidescope-Adressen mehr, aber es gibt Link-Local-Adressen. Hier müsst ihr nur ein bisschen darüber nachdenken, dass Link-Local-Adressen in Jails ein bisschen komisch sein können, ein bisschen komisch, weil ihr die nicht einfach zuweisen könnt, sondern immer darauf aufpassen müsst, dass wenn ihr das zuweist, ihr den Scope-Identifier ablegt. Der Scope-Identifier ist eine der seltsamen Dinge, die man nicht sieht, bis man irgendwann mal eine IPv6-Adresse zuweist. Ich kann euch das einmal hier kurz zeigen. Wenn wir zum Beispiel hier sind, wir gehen kurz aus diesem Jail hier raus, dann werdet ihr feststellen, dass jede IPv6-Adresse hier hinten die sogenannte Scope-ID hat. Wenn ich hier mir das andere Interface ansehe, das R0, und auch hier wieder irgendwo IPv6-Adressen findet, dann seht ihr auch hier, dass hier die Scope-ID 0x1 ist. Okay? Das heißt, jedes Interface hat eine eigene Scope-ID. Und der lustige Trick ist, dass man bei FreeBSD diese Scope-IDs in der IP-Adresse ablegen kann. Kurze Bemerkung an der Stelle, die Scope-ID hängt wundervollerweise davon ab, in welcher Reihenfolge eure Interfaces angelegt werden. Solltet ihr mal Upgrades machen, den Kernel umkonfigurieren, eine neue Karte anstecken, neue Features aktivieren, kann sich die ändern, was wunderschöne Effekte bei einem Neustart hat. Das heißt, da muss man dann immer ein bisschen drauf aufpassen. Aber
sobald man das irgendwie im Kopf hat und die Scope-ID hat, kann man sie hineinschummeln in die Link-Local-Adresse nach dem ersten FE80-Block und kriegt funktionierende IPv6-Adressen auch in den Jails hin. Wie auch da muss man wieder filtern, das heißt, ihr kommt nie drum herum, PF-Regeln entsprechend zu schreiben oder IPFE, je nachdem, wonach euch hier der Sinn steht. Eine Frage, kann man unter FreeBSD-Interfaces umbenennen anhand der Mac? Gute Frage, habe ich noch nie gemacht. Okay. Weiß ich nicht. Man müsste sich dann das DFFS und die DFFS-Regeln ansehen. Vermutlich geht's, aber ich kann es nicht fix sagen. Und eine andere Frage, kann man IPv6 global abschalten, das überhaupt nicht mehr vom Kernel verwendet wird und unterstützt? Als Konfigurationsvariable in der Kernel-Konfiguration selber ziemlich sicher. Wie gut dann der Kernel sich verhält, weiß ich nicht, weil mittlerweile geht man meistens davon aus, dass es zumindest Loopback V6 auch gibt. Per SysCTL-Setting weiß ich es ehrlich nicht, also müsste ich mir ansehen. Okay. Ich würde eher die andere Richtung gehen, ich würde IPv6-Only-Jails bauen und dann den Rest über NAT64 machen, aber... Hauptsache nicht alles doppelt. Hauptsache nicht alles doppelt, genau. Ein anderer Heads-up, wenn ihr das Ganze mal in Production einsetzen wollt, wenn ihr interne und externe Adressen habt, das heißt angenommen, ihr habt globale Adressen, von denen aus Services erreichbar sind, wie zum Beispiel euer Webproxy oder andere Sachen, und interne Adressen, wo die ganzen Container mit den Apps drinnen laufen, werdet ihr in Jails ein bisschen in Probleme laufen können, weil Jails leider Gottes nicht so großartig sind, was Source Address Selection betrifft. Das heißt, es kann passieren, dass euer Jail ein wenig vergisst, dass es auf eine interne IP nicht mit der globalen IP zugreifen kann. Das heißt, der Weg, den man meistens geht in Jails, ist, dass man nur lokale Adressen vergibt oder nur globale Adressen vergibt und den Rest über PF mit einem 1:1-NAT löst. Das sind so als Dinge, die ihr im Hinterkopf behalten könnt, wenn euch das einmal trifft. Ja, bis dahin von euch Fragen zu der ganzen Thematik? Ja, ich würde gerne wissen, ist das eine FreeBSD-spezifische Sache, die Jails, oder gibt es die auch unter anderem BSDs, wie zum Beispiel NetBSD, würde mich interessieren. Das ist nur FreeBSD-spezifisch leider. Virtuelle Maschinen unter anderen BSDs, ich meine, es gibt noch den, also es gibt auch wirklich VMs unter FreeBSD, deren Namen ich gerade vergessen habe. Beehive, danke. Es gibt unter OpenBSD den VMMD, das sind aber wirklich fully virtualized machines und nicht so kleine Container. Ich weiß nicht, ob NetBSD irgendetwas in die Richtung hat. Ich glaube QEMO. ja, möglicherweise QEMO, ich weiß es nicht. Ich habe noch keine virtuelle Maschine auf meinem Toaster laufen lassen. Mal sehen, ob das noch passiert. Am Schluss hätte ich noch ein paar so Tidbits zu Jails. Und Dinge, in die man dazu aufpassen muss oder im Kopf behalten kann. Wenn das Networking in Jails zu komisch ist, kann ich das total verstehen. Das Nette ist, dass es Dinge gibt, die glücklicherweise nachkommen. FreeBSD arbeitet im Moment an einem Fully Virtualized Networking Stack, den man VNet nennt, der dann auch in Jails euch echte Interfaces zur Verfügung stellen würde, ähnlich wie man das vielleicht aus LXC-Containern kennt. Das ist noch nicht wirklich stable, man kann es einsetzen, es ist in der Production meistens in Ordnung, man muss nur damit rechnen, dass nicht alle Tools das super unterstützen. Insbesondere wenn ihr PF zum Beispiel verwendet, geht das nicht so super. IPFW im Gegensatz dazu kann mittlerweile mit VNet umgehen, auch beim Filtern. Es gibt noch immer offene Punkte und es gibt einen eigenen FreeBSD-Wiki-Eintrag mit dem Progress dazu, aber da ist noch ein gewisser Weg hin. Eine andere nette Sache, die man immer wieder mal brauchen kann, je nachdem, was man so alles macht, sind Ressourcenrestriktionen. Auch Jails erlauben es euch natürlich, Ressourcen einzuschränken, die Programmen in einem Jail wirklich dann zur Verfügung stehen. Ihr könnt CPU-Sets verwenden, um wirklich die Anzahl der CPUs, die einem Jail zur Verfügung stehen, einzuschränken. Ihr könnt die sogenannten Resource Control Units oder Resource Control Command hier verwenden, um den Memory Use und andere Sachen einzuschränken, die ein Jail verwenden darf. Und ihr könnt natürlich mit ZFS Quotas für das Dataset festlegen, dass das Jail hat, und dann kann es natürlich nicht mehr Disk Space belegen, als es einfach zugewiesen hat. Das heißt, diese ganzen Dinge können auch mit Jails locker realisiert werden und meistens relativ angenehm und einfach. Wenn wir schon ganz kurz von ZFS reden, es ist möglich, ganze Datasets, das habe ich eingangs schon erwähnt, in ein Jail hineinzulegen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass Personen, die ein Jail betreuen, Snapshots von Daten anlegen können, bevor sie Upgrades durchführen, könnt ihr ihnen ein eigenes Dataset zur Verfügung stellen, könnt dieses Dataset in das Jail legen.
Ihr müsst dafür nur die Security etwas absenken. Ihr müsst zumindest erlauben, dass das Jail-File-System mounten kann. Und ihr müsst erlauben, dass das ZFS-File-System mountet. Und ihr müsst die StatFS-Restriktionen ein wenig runterdrücken, sonst erlaubt es euch einfach keine Mount-Points anzupassen von den ZFS-Datasets. Ist das denn alles oder nichts Szenario? Also kann man nur erlauben, alle Dateisysteme mounten, kann man sagen, nur dieses Dateisystem? Nur dieses Dateisystem, natürlich. Man muss nämlich, und das ist das Wichtige, bei dem einzelnen Dataset wirklich sagen, dass es gejailt wird. Das heißt, es gibt eine Property, die man auf den Dataset setzen kann. Man kann sagen, dieses Dataset wird von einem Jail verwendet oder ist jailed. Dann wird dieses Dataset auch am Host nicht mehr gemountet, weil man möchte vermeiden, dass ein Jail ein /User-Dataset hat und der Host denkt sich, ein Dataset, das nach /User gehört. Nicht unbedingt die cleverste Idee, hat sich auch FreeBSD gedacht. Das heißt, ihr müsst dieses Flag setzen, diese Option vom Dataset, und dann könnt ihr ZFS sagen, dass es das Dataset jailen soll, und ihr könnt sagen, an welches Jail dieses Dataset übergeben wird. Die Person, die das Jail dann managt, kann dann Snapshots erstellen, sie kann Sub-Datasets erstellen, sie kann bei den Sub-Datasets Quota setzen, sie kann natürlich nicht von dem eigenen Dataset die Quota verändern oder das eigene Dataset löschen oder solche Sachen. Das heißt, gewisse Operationen sind restringiert, die meisten Dinge aber dann ab diesem Punkt erlaubt, was ziemlich praktisch ist. Ja, das habe ich euch gerade hoffentlich erzählt. Ganz am Rande noch und zum Abschluss, ihr könnt auch wirklich ganze Devices hineinlegen in euer Jail. Dazu könnt ihr eigene DevFS-Regeln schreiben. Das heißt, wenn ihr euch denkt, diesen USB-Stick oder was auch immer würde ich gerne in meinen Jail ansprechen, dann ist es meistens nur eine Konfiguration in einer DevFS-Rule-File, dass dieses Jail dann einfach eine eigene Rule-File hat und dieses Device auch in das Jail hineingemappt wird. Per Default kann ein Jail natürlich keine eigenen Devices anlegen, das wäre ein bisschen nutzlos. Ja, das wäre es von meiner Seite mal zu dem groben Überblick über das, was Jails vielleicht für euch bereitstellen können, wie man sie unter Umständen verwenden kann. Gibt es von eurer Seite Fragen? Ja, eine hätte ich noch, wenn man sehr viele verschiedene Jails bekommt, also Dateisysteme, die nicht von irgendeiner einzelnen Person erstellt oder gewartet werden, ist es praktikabel, statt so einem Template einfach die Dateien reinzukopieren und ZFS-Deduplikation einzuschalten und zu hoffen, dass das die ganzen doppelten Blocks entfernen wird? Habe ich noch nicht gemacht, kann ich nicht wirklich beantworten. Relativ einfach wäre es, denselben Schritt zu machen, den ich gerade gemacht habe, um auf einen Clean Jail zu kommen. Nämlich einfach quasi, dass, wenn ich das fertige System-Image bekomme, alle Dinge, die das Jail nicht verändert hat, vom Base-Image rauszunehmen und dann wieder ein Base-Image reinzumounten. Also man kann auch ein Full-Jail im Nachhinein so runterstrippen, dass ein Thin-Jail draus wird. Ich habe das noch nie mit ZFS Deduplication probiert, vor allem weil es wahrscheinlich relativ ressourcenintensiv werden kann, Deduplication in der Production einzusetzen. Also ist mir noch nicht untergekommen. Wäre vielleicht etwas, was man testweise ausprobieren kann, auch was die Load betrifft. Hat man eine Erfahrung mit Debian in Jails? Debian in einem Jail? Debian JC zum Beispiel, das war supported für FreeBSD. Es gibt Linux-Support, also ein Jail kann auch ein Linux-System ausführen. Es gibt eigene Parameter, vielleicht kann ich das ganz kurz... Ja, es gibt ja Debian K3BSD, also wo Debian Userland mit FreeBSD-Kernel betrieben. Ja, ich habe mich noch nicht mit solchen Zombie-Kreationen beschäftigt. ich weiß nicht, ob es lädt. Es gibt ja gerüchteweise auch Debian mit GNU/Herd. Ich bin mir nicht sicher, ob man da schon weit gekommen ist. Ich weiß auch nicht, wie Debian K3BSD aussieht. Die andere Richtung ist leicht. Also wirklich dann Linux in einen Jail auszuführen geht. Es gibt einen Linux Compat Layer auf FreeBSD, sodass ihr ein Linux-System prinzipiell in einen Jail ausführen könnt. Kann man doch ein System D laufen lassen? Diese Frage möchte ich nicht beantworten. Und ich habe es auch noch nicht getestet, muss ich ehrlich gestehen. Ich werde es auch nicht testen, glaube ich. Ich auch nicht. Ich überlasse das jedem selbst herauszufinden. Das zum Laufen bringen, ein System D. Ich glaube, das sind neu genug mit dem Kernel. Bitte? Ich glaube, das sind FreeBSD allgemein und in Jails im Speziellen mit Memory Overcommit aus. Memory Overcommit sagt mir gerade nichts. Also naja, wenn ich da jetzt 512 Megabit Ressourcen zuteile und ich kann ja virtuelle Allokationen haben, die nicht wirklich gebraucht werden, die viel größer sind von Space-Applikationen, kriege ich dann vorher schon SIG-Kill vom Kernel? Oder
Das kommt sehr, glaube ich, darauf an, welche Limitierung man setzt. Die da müsste man sich die Resource Control Units, die Resource Control Units sind nicht jail-specific, sondern sind wirklich ein Mechanism, den man extern hat. Ich frage mich gerade, ob das die RCU meint. Ist das in Wahrheit ein R-Limit? Es ist sehr ähnlich dazu, ja. Okay. Wenn man sich das ansieht, es gibt hier, ich hoffe, ich finde das irgendwo, relativ viele verschiedene Dinge, die man hier einschränken kann. Mhm. Und das ist nicht jail-specific. Also da kann man sich vielleicht ansehen, ob das, was man restringieren möchte und was man tunen möchte, dort besser vertreten ist. Ich habe jetzt nur ein Beispiel rausgegriffen, von dem ich weiß, dass es ein gewisses Memory-Limit setzt. Mhm. Aber das gilt dann für alle Prozesse, die innerhalb dieses Jails... Die innerhalb dieses Jails, das ist diese /jail-Line am Schluss, genau. Mhm. In Summe, genau. Man kann natürlich auch sagen, Prozesse in diesem Jail dürfen maximal so viel, das ist ein Per-Process in diesem Jail, nicht? Also es kommt immer darauf an. Man kann ein globales Limit per Jail haben oder, glaube ich, auch ein Limit per Process, wenn ich mich richtig erinnere. Noch Fragen von eurer Seite? Du hast ganz am Anfang das Jail kurz angesprochen, deshalb hat sie mehr oder weniger die Daseinsberechtigung verloren. Das hat nicht nur die Daseinsberechtigung verloren, sondern das funktioniert praktisch nicht mehr, weil einfach die Konfiguration, also weil EasyJail noch die alten Konfigurationen generiert, die mittlerweile deprecated sind und nicht mehr supported werden. Und das wird auch. Es kommt auf den Release, glaube ich, an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Funktionieren sie wirklich überall noch? Faszinierend. Ich nehme an, dass FreeBSD sich früher oder später davon trennen wird. Wann früher oder später ist immer fragwürdig. Wir haben auch noch FreeBSD 4.0 Support im Kernel, falls jemand noch Jails aus dem Jahr 2000 laufen lassen möchte. Ich würde aber annehmen, dass das Problem ist, dass EasyJail selbst, glaube ich, nicht mehr gemaintained wird, also schon länger kein Release mehr gesehen hat auch. Ja. Also, weiß nicht, würde ich nicht mehr verwenden. IO-Cache ist, glaube ich, das, wo die Leute im Moment hindriften in vielen Fällen. Ich finde allerdings, dass die Base-Utilities mittlerweile so gut sind, dass es kaum mehr Grund gibt, so etwas zu verwenden. Noch Fragen von eurer Seite? Falls nicht, dann danke, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören. Falls es noch was gibt, könnt ihr mich jederzeit erreichen. Danke.